Nach gut 5 Monaten Training als Kapitänsanwärterin ist es geschafft. Stefanie Bub startet als frisch gebackene Flugkapitänin in den Liniendienst. Das ist toll, ich freue mich total, ich bin richtig aufgeregt. Das ist schon cool, dass es jetzt endlich losgeht. Während ihrer Kapitänsausbildung trainierte sie den Umgang mit heiklen Situationen im Simulator. Starterbruch wollen wir nochmal machen, dass wir für den echten Fall gut gewappnet sind. Zuvor war Stefanie Bub als Co-Pilotin auf dem Airbus A380 weltweit im Einsatz. Als Kind war es mein Traum, den Jumbo zu fliegen. Und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt, den 380 zu fliegen. Also das ist einfach toll. Destination Nizza. Als Kapitänin wechselt Stefanie Bub nun auf die linke Seite im Cockpit. Die Umstellung ist nicht ohne. Das Bedienen des Sidesticks mit der linken Hand, das klappt jetzt auch gut. War am Anfang doch ein bisschen holprig, wenn man Rechtshänder ist und 18 Jahre von rechts fliegt. Der Frankfurter Flughafen. Drehkreuz und Heimatbasis der Lufthansa. Noch vor der Corona-Krise. Im Briefingzentrum der Piloten bereiten sich Stefanie Bub und First Officer Daniel Lüttke auf einen 2-tägigen Einsatz vor. Das ist mein erster Umlauf ausgecheckt als 320-Kapitän und das ist natürlich besonders spannend. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, die Ausbildung ist hinter mir. Und ich freue mich natürlich jetzt mal ohne Ausbilder, ohne den Druck, den man doch verspürt in der Ausbildung, mal loszufliegen. Ich freue mich. Letzte Woche habe ich ganz soft angefangen, eine Tagestour geflogen mit 2 Flügen zum Reingewöhnen sozusagen. Und ja, heute ist der erste Flug mit Übernachtung. Die Ziele der Airbus A320 Crew. Oslo, Frankfurt, Nizza und Chișinău in Moldawien. Zunächst geht es Richtung Norden. Wir fliegen jetzt nach Oslo und hier ist die Route quer durch Deutschland, Dänemark hoch über die Ostsee. Wetter ist gut, also wir haben unterwegs beste Bedingungen und ja, auch vor Ort ist es schön, aber kalt, 1 Grad. Aber ja, wunderbar, alles prima. Ist ein guter Einstieg für den ersten Flug sozusagen nach der langen Ausbildung. Während Stefanie Bub und Daniel Lüttke ihre Vorbereitungen abschließen, läuft in einem Nebenraum bereits das Briefing der Flugbegleiter. Jetzt geht's rüber zur Crew, die lernen wir jetzt kennen, die kennen wir ja noch nicht, haben wir jeden Umlauf eine neue Crew. Und da gibt's ein kleines Briefing über das Wetter und die Bedingungen so unterwegs und zum kleinen Kennenlernen und dann fahren wir raus auf den Flieger. Davor, eine dahinter. Mit an Bord sind Pörserin Kerstin Krieger und 3 Flugbegleiterinnen. Sie kümmern sich um das Wohl und die Sicherheit der Passagiere. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Steffi Buch, hallo. Steffi Buch, hallo. Hallo. Steffi Buch, hallo. Grüß euch. Hallo. Hallo. Ist denn für alle das Du okay? Ja, prima. Also Steffi Buch mein Name. Mein Stellvertreter ist der Daniel Lüttke. Wir bleiben die 2 Tage komplett zusammen, oder? Genau. Wunderbar. Ja, erstmal geht es nach Oslo und wir fliegen 1:40 Stunden. Technisch ist der Flieger in Ordnung. Wetter unterwegs soll auch gut sein, auch in Oslo. Und mir wäre wichtig, wenn es zu doll wackelt, dass ihr uns bitte eine Rückmeldung gebt und wir keine Anschnallzeichen angemacht haben. Dann machen wir die natürlich an, machen entsprechend eine Ansage dazu und schauen, wie wir es mit dem Service weitermachen können. Per Crewbus geht es zu einer Außenposition des Frankfurter Flughafens. Hier wurde der Airbus A320 über Nacht geparkt. Vor dem Start Richtung Oslo unter der Flugnummer LH866 haben Cockpit und Kabinenbesatzung alle Hände voll zu tun. Während die Flugbegleiter das Catering auf Vollzähligkeit überprüfen, löst der First Officer ein eher profanes Problem. Ist die Wertpapierrolle unseres Druckers hier im Flugzeug. Normalerweise sind wir relativ papierlos unterwegs, aber solche kleinen Zettel für Wetter, technische Daten brauchen wir immer mal. Die soll eigentlich vom letzten Kollegen nachgefüllt werden, wenn man ein Flieger ist. Passiert aber nicht mehr. Stefanie Bub übernimmt den ersten Outside-Check des Tages.
Zum Einsatz kommt der Airbus A320 mit dem Kennzeichen Zulu Zulu. Zuvor war die Pilotin als Senior First Officer auf dem Flaggschiff der Kranich Airline unterwegs, dem Airbus A380. Jetzt ist alles ein paar Nummern kleiner. Das ist eine grobe Sichtkontrolle, die wir hier machen. Ich schaue die Fahrwerke an, die Triebwerke, ob es irgendwo tropft etc., ob die Bremsen in Ordnung sind. Ja, der große Unterschied, zwei Triebwerke weniger natürlich. Und wir haben hier etwa 35 Meter Spannweite und beim da 80 Meter, also mehr als das Doppelte. Das sind schon ganz andere Dimensionen hier, ja. Aber das Gute ist, ich komme jetzt überall mal ein bisschen besser dran als um da 80, wenn ich mal was anfassen muss. Das war da schon etwas schwieriger, ja. Das sind traumhafte Bedingungen. Das ist toll. Ich freue mich total. Ich bin richtig aufgeregt, positiv aufgeregt. Weil da habe ich 18 Jahre drauf hingearbeitet. Und ja, das ist schon cool, dass es jetzt endlich losgeht. Mit dem Zustand der Maschine ist die Kapitänin zufrieden. Super, alles dran, alles wie sein muss. Sieht prima aus. Heute Morgen fliegen insgesamt 146 Passagiere nach Oslo. Ich bin neu hier, wie du weißt. Bitte teile mir deine Erfahrungen, Tipps und Tricks mit. Da würde ich mich sehr freuen, die du aus deiner langjährigen Linienerfahrung hast. Alles klar, wir sind heute auf der Zulu Zulu. Ein A320 mit Sharklets, neue Triebwerke. Um die 5 Jahre alt, technisch ist der in Ordnung. Wunderbar. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Cockpit, liebe Gäste. Ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Stefanie Bub. Ich bin der Kapitän auf dem heutigen Flug zusammen mit meinem Kollegen, Erster Offizier Herrn Daniel Lüttke. Wie ich Sie jetzt nach Oslo. Also theoretisch können wir hier an der nächsten Intersection, die ist gleich hier vor der Nase rechts, können wir schon starten. Also die Rollzeit ist heute sehr gut, das kommt uns entgegen. Wir haben, sind ein bisschen spät dran, 5 Minuten. Ja, aber das holen wir wieder ein mit der kurzen Rollzeit. Machen wir hier so eine ganz langsame Rollaktion. Ja, guck, was die Kollegen davon halten, aber die sind noch relativ weit weg. 7.20 Uhr. Die A320 rollt zum Start auf die Bahn 07 Center des Frankfurter Flughafens. Flex Flight 8, SRS, alles was to blue. Trusted. Gut 1200 Kilometer wird Flug LH-866 zwischen der Main-Metropole und der norwegischen Hauptstadt zurücklegen. Mit den örtlichen Gegebenheiten am Zielflughafen hat sich die frisch gebackene Flugkapitänin bereits vertraut gemacht. Das ist hier Flughafen Oslo. Wir haben 2 parallele Bahnen. Das letzte Mal, als ich in Oslo war, ist mindestens 13 Jahre her. Also da habe ich nicht mehr allzu große Erinnerungen an den Flughafen. Ich musste mir die Karten also entsprechend noch mal vorher gut anschauen. Hier haben wir vor uns Hannover, das ist Bremen. Braunschweig hier rechts ab, also nach mitten über Deutschland. Ja, und hier voraus haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeuge, die zum Teil über uns sind. Die ist plus 5,4, 5,3 sind 5300 Fuß über uns. Und das hier ist ein Flieger links voraus, der ist 600 Fuß unter uns. Und ja, ist normales Verkehrsaufkommen hier, also alles ganz wie erwartet. Knapp 1,5 Stunden hat der Airbus den Skagerrak überquert und erreicht Norwegen. Für Daniel Lüttke ist der Job im Cockpit ein Beruf wie kein anderer. Das Fliegen
an erster Stelle macht natürlich Spaß. Nicht zu vergleichen mit einem Bürojob, wo man jetzt quasi auf sein Display Excel-Tabellen ausfüllt oder ähnliches. Man hat die beste Aussicht und auch die Vielfältigkeit der Leute, mit denen man arbeitet. Ich fliege jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren bei Lufthansa, komme von der Germanwings, der Tochterfirma von Lufthansa. War dort 4 Jahre vor der Lufthansa stationiert in Hamburg. Da komme ich ursprünglich her und durfte dann quasi zur Mutter wechseln, zurück nach Hause, nach Frankfurt auf den 320. Den bin ich auch schon vorher geflogen. Allerdings, dadurch, dass die Lufthansa so groß ist, gibt es hier viel mehr Derivate vom Flieger, der älter als ich ist tatsächlich. Ich glaube, im Februar 89 gebaut, Papa irgendwas, bis zu unseren Neos, die quasi brandneu sind, hat es alles zu bieten. Ist dadurch ein bisschen umfangreicher von dem System, fliegt sich leicht anders, aber macht total Spaß. Das erste Ziel des 2-tägigen Umlaufs ist fast erreicht. Bisher läuft alles nach Plan. Wir sind jetzt hier so in den letzten Zügen, 11.000 Fuß, gute 3.000 Meter sind wir noch über dem Grund. Wir haben jetzt noch eine verbleibende Flugzeit von guten 10, 12 Minuten und die Anschaltzeichen sind an und jetzt beginnt für uns die Phase der größten Konzentration unter 10.000 Fuß. Soll man das aufs Nötigste reduzieren, sich nur noch über das unterhalten, was fürs Fliegen relevant ist, um sich auf den Anflug zu konzentrieren. Aber wir haben, wie gesagt, beste Bedingungen heute. Insofern ist das alles relativ entspannt. Dodo Lufthansa 866, established 19 right. Nachdem First Officer Daniel Lüttke die Maschine auf der Bahn 19 rechts des Osloer Flughafens aufgesetzt hat, rollt Stefanie Bub die Maschine zur Parkposition. So, das geht noch einen geradeaus, glaube ich. Ne? Ja. Auf dem Hinflug war Co-Pilot Daniel Lüttke der sogenannte Pilot Flying und steuerte das Flugzeug. Als Pilot Monitoring war Flugkapitänin Stefanie Bub für den Flugfunk und die Überwachung aller Abläufe im Cockpit verantwortlich. Der Daniel ist jetzt nach Oslo geflogen, ich fliege jetzt zurück nach Frankfurt und dann haben wir uns entschieden, dass ich auch noch nach Nizza fliege. Wir haben jetzt getankt für Frankfurt-Oslo und sind hier mit den gesetzlichen Vorgaben plus ein bisschen extra angekommen und haben jetzt für Oslo-Frankfurt getankt. Und da ein bisschen extra, wie gesagt, um schneller zu fliegen. Also wir tanken um den heutigen Tag pro Leck. Also wir tanken jetzt nicht durch oder so. Das konnten wir aus gewichtstechnischen Gründen nicht mitnehmen, weil sonst wäre mal zu schwer geworden für die Landung. Auf dem Rückflug nach Frankfurt kümmert sich die Kabinencrew um insgesamt 137 Fluggäste. Boarding completed. Der Airbus A320 ist bereit zum Pushback. Anschließend lassen die Piloten die Triebwerke an und rollen zum Start. Normalerweise wird man hier so zurückgepusht. Hier ist ja genau, die gelbe Linie. Genau. Was ist das da rechts? Mein zweiter Flug als fertiger Kapitän. Schon spannend. Oslo-Frankfurt. Aus Oslo sind wir erstaunlich gut rausgekommen. Wir hatten nur 42 Minuten Bodenzeit ausgenutzt. Das ist ziemlich schnell. Wir kamen ein paar Minuten zu spät rein, sind ein paar Minuten zu früh raus. Das ist eher ungewöhnlich. Das hat alles super geklappt. Da haben alle Beteiligten gut mitgespielt. Das war schon mal sehr positiv.
Und sind jetzt auch momentaner Stand etwa 10 Minuten früh in Frankfurt. Also das hat alles prima geklappt. Hat einen super Abflug gehabt, direkt über Oslo geflogen. Also das war ja sehr schön. Ja, und jetzt sind wir hier in dem Gebiet, wo Nordsee und Ostsee zusammentreffen. Und haben jetzt Kurs in Richtung Dänemark, geht jetzt über Aalborg. Und ja, sieht alles gut aus, läuft alles nach Plan. An die Steuerung des Flugzeugs vom linken Cockpitsitz aus musste sich die erfahrene Pilotin zunächst gewöhnen. Also das Bedienen des Sidesticks mit der linken Hand, das klappt jetzt auch gut, muss ich sagen. War am Anfang doch ein bisschen holprig, wenn man A, Rechtshänder ist und 18 Jahre von rechts fliegt. War schon ungewöhnlich, erstmal auf dem linken Sitz und dann mit links zu steuern. Muss sagen, fühle mich aber jetzt echt heimisch hier. Ich glaube aber, mit rechts könnte ich es auch noch. Aber ich denke mal, die Skills, mit der rechten Hand zu fliegen, werden sukzessive weniger. Aber muss ich jetzt auch nicht mehr, darf ich auch gar nicht mehr. Ich habe nur noch eine Einweisung für den linken Sitz und ja, das klappt alles gut. Ja. Auf dem Weg von Oslo nach Frankfurt ist die A320 nun unter der Flugnummer LH859 unterwegs. Die Landung in Frankfurt ist ungefähr in einer Dreiviertelstunde. Wir werden auf der Nordbahn höchstwahrscheinlich landen. Und zwar in östlicher Richtung, weil wir ein bisschen Ostwind haben durch eine Ostwetterlage. Hochdruckgebiet ist es häufiger mal so. Ja, Stefanie bereitet schon alles vor, sortiert sich die Karten. Ich überwache das Ganze und wahrscheinlich geht es dann so in einer Viertelstunde ins Briefing drüber, wo wir uns dann nochmal genauer über den Anflug unterhalten. Und bis dahin gucken wir noch ein bisschen raus und genießen die Aussicht. Das Simulatorzentrum von Lufthansa Aviation Training am Frankfurter Flughafen. 6 Wochen zuvor. Stefanie Bubs Kapitänstraining ist in der finalen Phase. Um Flugkapitän zu werden, müssen Aspiranten mindestens 3000 Flugstunden als Co-Pilot der Kranich Airline vorweisen. Ich bin so in den Endzügen, habe jetzt schon 4 Monate Training hinter mir, war auch schon auf Linie ein paar Umläufe geflogen, habe jetzt noch mal einen Simulator zur Auffrischung, der ist heute. Und jetzt habe ich noch 4 Umläufe, also 4 Touren und dann sollte ich fertig sein, wenn alles klappt. Das Training findet im Simulator eines Airbus A321 statt. Mit der neuen Aufgabe wächst die Verantwortung. Zunächst mal bin ich jetzt für alles verantwortlich, was hier an Bord passiert. Also ich setze meine Unterschrift auf die Unterlagen und bin, wenn irgendwas passiert, muss ich für gerade stehen. Das ist der erste große Unterschied. Ich darf rollen am Boden, ja, und einparken. Auch Frauen können das in der Tat mit einem Flugzeug. Und bestimmte Anflüge darf ich jetzt machen bei Schlechtwetterbedingungen, die man als Co-Pilot nicht machen darf. Aber grundsätzlich darf ich theoretisch alles alleine entscheiden, was ich vorher nicht durfte. Aber ich versuche natürlich, meinen Co-Pilot immer mit einzubinden. Auf dem heutigen Trainingsplan steht unter anderem auch die eine oder andere heikle Situation. Heute geht es im Simulator darum, dass ich noch mal so ein paar Sachen übe, die ich gerne noch mal wiederholen möchte. Und da haben wir uns jetzt ausgesucht, Starterbruch wollen wir noch mal machen und ein paar Triebwerksausfälle, dass wir für den echten Fall gut gewappnet sind. Das hier ist die sogenannte Instructor Station. Da kann ich alle möglichen Fehler eingeben, die die beiden dann vorne bearbeiten müssen. Und ich muss natürlich ein bisschen mehr das Ganze angucken und sehen, wie sie das bearbeiten und gebe dann auch ein Feedback dafür. Es macht sehr viel Spaß. Das ist ein toller Arbeitsplatz hier hinten und ich mache das gerne. Das erste Szenario findet bei Dunkelheit auf dem Flughafen von München statt. Feuer im linken Triebwerk bei der zum Start beschleunigten Maschine. Hi, NAC. Stop. Ja. Diesel, reverse green. Engine on fire. Lufthansa Turbo Romeo Mike, stopping. Lufthansa Turbo Mike, that is copied. Attention crew on station, attention crew on station. Ja, Engine One Fire, Bremse sitzt, hier brennt es auch. Hier zeigt das an, da genau. Zeigt das auch an. ECAM Actions. Engine One Fire, ATC Notify, ja, ich habe schon Bescheid gesagt, ja. Feuerwehr soll kommen. Cabin Crew Alert. Ist alerted. Engine Master One Off. Engine One Fire Push Button Push. Nachdem das brennende Triebwerk ausgeschaltet und das maschineneigene Löschmittel eingesetzt wurde, leitet die Kapitänin die nächsten Schritte ein.
Stopp, E-Kam, es brennt hier immer noch. Ich guck mal links raus. Was sehe ich da? Feuer. Ja, nee, es dampft so ein bisschen, aber du kannst... Ich mal gucken, ob die Feuerwehr schon da ist. Die Feuerwehr in München, hallo, die Romeo November. Romeo November, Feuerwehr München, wir sind auf dem Wege zu Ihnen. Okay, sobald Sie da sind, sagen Sie mal bitte was. Auf Triebwerk 1 hatten wir eine Feuerwarnung. Die Temperatur ist noch hoch, die Nacelle Temperature, aber das Firelight ist aus. Also ich vermute, wir haben es gelöscht. Wir gucken mal, Dankeschön, wir sind gleich bei Ihnen. Handling Procedure, genauso ist es richtig. Schön anhalten. Attention to our station. Jetzt ist immer so die Frage, gehe ich in diese Procedure rein? Ja. Und dann ist das eine gute Idee. Und nach dem Feedback zum Starterbruch in München geht es direkt weiter zum Flughafen von Nizza. Der Simulator macht's möglich. Der Anflug auf den südfranzösischen Airport hat es in sich. Nizza ist ein sehr anspruchsvoller Flughafen und was wir besonders hier trainieren, ist den sogenannten Viva Circling Approach auf die 2-2, also in die Richtung Süd-Südwest. Und das ist für uns fliegerisch anspruchsvoll, weil man sehr viel, ich sag mal, hohes Terrain hat, viele Berge rundherum. Und da muss man schon genau gucken, was man macht. Und da haben wir jetzt ein gutes Anflugverfahren, dass wir einfach mal trainieren. Das sollen Sie einfach mal machen, bevor Sie das im richtigen Leben dann draußen im Flugzeug anfliegen. Stefanie Bub startet in Nizza, um direkt im Anschluss wieder in Nizza zu landen. 100 knots. Checked. Viva. Rotate. Positive climb. Yep. Pascha Lolo, Tensator Romeo Mike, 1800 climbing 3000 feet. Vielleicht drüber mal. Nach dem Passieren von Cap Ferrat ist Nizza in Sicht. Noch eine Linkskurve auf der Höhe der Promenade des Anglais, dann landet die Kapitänsanwärterin auf der Bahn 22 links des Mittelmeerflughafens. Ja, kommst gleich schon. Ja. Da vorbei. Synchrate. Mhm. 50, 40, 30, 20, retard, retard, drive. Spoilers. Manuel. Reverse. Diesel. 70 knots. Jawohl. Manual brakes. Sehr schön. Einfach mal anhalten auf der Bahn. Sehr schön. So, dann machen wir nice. Reposition. So, das kann der Flieger mal rechnen. Ja, irgendwelche Kommentare dazu? Und so weiter, alles klar. Ja, zum Schluss blöd hochgekommen, aber ansonsten war das ja vom Handling, wenn man es früh sieht, fand ich, war jetzt nicht so schwierig. Ne? Ja. 4 Stunden dauert die Trainingssession im Simulator. Mit dem Resultat ist Stefanie Bub zufrieden. Es war echt eine gute Zusammenarbeit, das ist natürlich auch immer viel wert, aber ich fühle mich hier links gut angekommen und ich traue mir das zu, das jetzt auf Linie weiterhin so umzusetzen. 6 Wochen später. Stefanie Bub steuert den Airbus A320 von Oslo nach Frankfurt. Die Entscheidung, Kapitänin zu werden, hat die 40-jährige Pilotin nicht bereut. Also ich muss sagen, es macht echt Spaß. Es ist noch so ein bisschen surreal in der Tat. Vorhin ist es mir fast entglitten, mich als hier spricht der erste Offizier vorzustellen. Da konnte ich gerade noch mal umschwenken auf Kapitän. Ja, so manchmal hat man noch so einen Co-Piloten-Denke im Kopf, weil man war doch mit 18 Jahren Co-Pilotenzeit doch eine Weile da in der Position unterwegs. Aber nee, ist cool, macht Spaß, macht auf jeden Fall Spaß. Ja, 10.000 sind gerade durch. Triple Niner. Endspurt. Noch wenige Minuten bis zur Landung in Frankfurt am Main. Um 11.42 Uhr setzt Stefanie Bub überpünktlich auf der Landebahn 07 links des Frankfurter Flughafens auf.
Die Landung war gut, die war doch ziemlich weich, weicher als ich erwartet hatte. Der Anflug war ein bisschen bockig, Thermik, und hier auf der 07 hat man auch mit den Gebäuden so, da geht es immer ein bisschen rund, sag ich mal. Da hat man mal ein bisschen zu tun. Durch die Thermik kommt man mal ein bisschen höher, man kommt ein bisschen niedriger. Da muss man natürlich immer hier so ein bisschen am Sidestick, sage ich mal, rühren, in Anführungsstrichen. Und, aber auch nicht zu viel. Also es sind nur kleine Bewegungen, die man da macht. Und auch nicht übersteuern, sonst schaukelt sich der Flieger auf. Das ist so ein bisschen die Kunst. Jetzt haben wir schon für Nizza den Sprit bestellt. Das Wetter dort ist nicht so toll. Aktuell Regen, schlechte Sicht, nur 2 Kilometer. Wir sollten auch durchtanken für die nachkommende Crew. Insofern haben wir ausreichend Reserven, um da eventuell noch mal eine Warteschleife zu fliegen, falls da Gewitter da ist am Platz. Wir konnten leider nicht alles mitnehmen, sonst wären wir für die Landung zu schwer. Aber wir haben schon ein bisschen was mitgenommen für die Kollegen. Und dann, ja, für uns auf jeden Fall gute Voraussetzungen. Wir waren hier auch pünktlich, das hat alles gut geklappt. Letzte Etappe für heute, der Flug nach Nizza. Jetzt haben wir hier mit dem Hebel das Triebwerk angelassen. Da dreht jetzt die Welle hoch und etwa bei 16% N2, das ist der Wert hier oben, geht die Zündung an. Das ist hier unten die Ignition. Die ist jetzt schon angegangen, bei 22% wird der Sprit eingespritzt. Das ist auch schon passiert. Hier oben sieht man das Fuel Flow, 360 Kilogramm die Stunde aktuell. Ja, und das ist die Triebwerksauslasttemperatur, 420 Grad aktuell, ja. Und jetzt ist die Zündung ausgegangen und jetzt wird das Triebwerk Nummer 1 gestartet. Engine 1 Start. Und denselben Prozess nochmal genau auf der linken Seite. Wie gesagt, bei 16% kommt gleich die Zündung. Flugzeit Stunde 40, etwas länger als geplant. Wir haben ziemlich viel Gegenwind. Das heißt, wir sind so etwa 10 Minuten spät, sind ein paar Minuten spät weggekommen in Frankfurt. Das hat alles nicht so geklappt, wie so gut wie in Oslo heute. Ja, wir haben ein bisschen die Speed erhöht aber auch. Und ja, wie man sieht, das Wetter wird schlechter. Ja? Das Traumwetter haben wir verlassen in Oslo und in Frankfurt. In Nizza erwartet uns Regen, eventuell sogar Gewitter später. Leider wird man durch die tiefe Wolkendecke auch nicht viel sehen nachher. Man sieht es ja jetzt schon leider über den Alpen gleich leider auch nichts zu sehen vermutlich. Ja, schade. New York, Bangkok, Shanghai oder Singapur. Vor ihrem Kapitänstraining für die A320-Familie flog Stefanie Bub auf dem Airbus A380 um die ganze Welt. Mit an Bord des größten Passagierflugzeugs der Welt bis zu 509 Passagiere und 21 Flugbegleiter. Im Rang des Senior First Officers vertrat sie den Kapitän während seiner Ruhepause. Bei längeren Strecken kommen statt 2 3 Piloten zum Einsatz, die sich gegenseitig ablösen. Einer von Stefanie Bubs letzten A380-Flügen ging nach Singapur. Als Kind war es mein Traum, den Jumbo zu fliegen. Da gab es den 380 halt noch nicht und jetzt habe ich meinen Traum erfüllt, den 380 zu fliegen. Also das ist einfach toll. Klar ist man da schon auch stolz. Also es gibt ja nicht so viele Piloten auf der Welt, die das machen können. Mit dem Erklimmen der nächsten Stufe der Karriereleiter wächst für Stefanie Bub auch die Verantwortung. Dazu kommen mehr Flüge auf kürzeren Strecken, im Cockpit kleinerer Flieger. Und die Ziele fallen weniger exotisch aus. Der Abschied vom 380 fällt definitiv schwer. 320 fliegt natürlich Europa, das ist auch wieder mal ganz andere Erfahrung, anderes Streckennetz.
ich freue mich auf die Aufgabe, ein Team führen zu dürfen und dann auch mal letzten Endes komplett das Sagen zu haben. Und ja, also wird auf jeden Fall spannend und wird auch eine Herausforderung. Seit mehr als 30 Jahren setzt Lufthansa Frauen auch im Cockpit ein. Was 1988 noch eine Sensation war, ist heute fliegerischer Alltag. Ich persönlich war immer der Meinung, dass Frauen das genauso gut können wie Männer. Ich glaube, diese Aussage, dass Frauen das nicht können, stammt aus der Zeit, als wir noch richtig Kraft bewegt haben, aus den Anfängen der Fliegerei, wo die großen Maschinen wirklich noch mit Kraft geflogen worden sind. Heute ist es Fingerarbeit, Fingerspitzengefühl. Und ich habe eigentlich nie irgendwas erlebt in der Form, dass man sagen würde, das passt nicht zusammen. Der Anteil der Pilotinnen bei Lufthansa beträgt heute 7%. Und der Anteil der Anwärterinnen ist derzeit doppelt so hoch. Einer der höchsten Arbeitsplätze der Welt. Ein Job für Weltenbummler. Was wir jetzt auf der linken Seite sehen, ist der Himalaya-Hauptkamm. Der wird auf der linken Seite durch den K2 begrenzt. Und dann haben wir eigentlich diese Reihe von 8000ern, die eigentlich auf der rechten Seite dann vom Mount Everest begrenzt wird. Und zwischendrin auf der Nanga Parbat. Und es ist heute ein traumhaft guter Blick, einfach weil man auch das Relief so richtig schön erkennen kann. Und das ist so was Faszinierendes, weil meistens hat man hier Quellwolken, sodass man einfach nur weiß, da ist der Himalaya. Aber man kann es nicht so toll erkennen wie heute. Und das ist einfach wunderschön. Wachablösung im Cockpit. First Officer Antje Schäper ist zurück aus der Ruhepause. Jetzt ist der Kapitän an der Reihe und die Frauen übernehmen die Steuerung des größten Passagierflugzeugs der Welt. Hallo Steffi. Hi Antje, na? Ausgeschlafen? Ja. Mehr als 2 Stunden braucht der Mensch nicht. Ja, vor allem nicht nachts. Vor allem nicht nachts, nein. Also netto hatten wir 3 Stunden 40 an Ruhezeit. Geht natürlich immer noch so vorher und hinterher 15 Minuten ab, für bis man im Bett ist, sein Bett gemacht hat. Aber so auf 2,5 Stunden, 3 Stunden kommt man schon. Ich konnte heute ganz gut schlafen, der Flug war ruhig, war die richtige Uhrzeit. Ist natürlich kein Vergleich zu dem eigenen Bett und 9 Stunden Schlaf am Stück. Aber auch 2 Stunden mal hier sich ausklinken und Füße hochlegen ist schon eine gute Sache und man merkt auch, dass es gut tut. Guck mal, kaum kommen wir über den Golf von Bengalen, kommen die Wolken, ne? Ja, witzig, ne? Hauptsache, hier kommt nicht so üble Gewitter, wie man sie manchmal hat. Ja, genau. Wenn ich mir mal überlege, wie viel Leute am Flughafen sind, die ihre Freizeit am Flughafen verbringen, um den Flugzeugen hinterher zu schauen, das ist genau das, was mich auch immer begeistert hat, zu fliegen. Etwas, wo der Mensch immer von geträumt hat, ja? Und das dann irgendwann selber machen zu können, das fand ich immer unheimlich toll. Das hat mich immer begeistert. Zu fliegen und das zu machen, was nicht viele können. Ich muss sagen, mir gefällt die Varietät der Herausforderungen. Einerseits ist das Team das hier, worum es geht. Ja, man hat einen sehr, sehr großen menschlichen Aspekt, sei es der menschliche Aspekt in der Crew. Das Zusammenspiel, gerade auf dem 380, da haben wir 24 Crewmitglieder. Das ist immer sehr, sehr spannend, wie das Team sich fügt und auch wie man dann zusammenarbeitet. Genauso natürlich die Passagiere, 509 Gäste. Da ist immer einer beide aus der Reihe tanzt, sage ich mal. Aber dann hat man hier natürlich auch neben der menschlichen Komponente die technische Herausforderung. Genauso die meteorologische. Jeder Flug ist ein anderer, kein Tag gleich dem vorherigen. Und diese Kombination an Verschiedenheit, die finde ich unheimlich toll. Die Abwechslung, das hält wach und fit. Wir sind jetzt gerade über Bangladesch. Und hier, wo die Quellwölkung langsam anfängt, ist genauso die Grenze zum Golf von Bengalen. Es geht jetzt gleich weiter. Ich kann es hier gerade mal zeigen. Wir befinden uns gerade genau hier in dieser kleinen Ecke. Es geht jetzt weiter Richtung Myanmar. Also es ist immer noch empfohlen, einen In-Flight-Broadcast in Myanmar durchzuführen. Das heißt, dass man neben dem Lotsen, der an sich uns kontrolliert, per Radar, noch eine weitere Frequenz auf dem zweiten Funkgerät aufschaltet.
und eine sogenannte Air-to-Air-Frequenz, um allen anderen Flugzeugen, die in dem Luftraum sind, trotzdem nochmal zusätzlich zu sagen, wo man ist, wo man hinfliegt, welche Höhe man gerade hat, um mögliche Konflikte zu vermeiden. Ja, das Schöne ist immer, wenn man Myanmar hinter sich hat, weiß man schon, jetzt geht es langsam Richtung Ziel. Das ist auch das Schöne, die Welt von oben zu sehen. Also das macht mir unheimlich viel Spaß, nachts wie tags. Ich meine, jetzt ist es zwar bewölkt, aber wir haben vorhin den Himalaya wunderschön gesehen. Man hat ja einen 1A-Panoramablick hier, muss man ja sagen. Man sitzt in der ersten Reihe. Der 380 hat noch schön tief ausgeschnittene Fenster. Ja, manche würden für so einen Blick Geld bezahlen. Oh ja. Ein halbes Jahr später ist Stefanie Bub Kapitänin und steuert nun den deutlich kleineren Airbus A320 Richtung Mittelmeer nach Nizza. Die Umstellung bereitet ihr keine Probleme. Im Vergleich zu 380 ist der 320 natürlich schon ein bisschen agiler. Wir haben hier viel bessere Climb-Performance. Das ist ja klar, der 380 ist unheimlich schwer, hat aber auch sehr starke Triebwerke. Der 380 war schon sehr agil. Also so ein Riesenunterschied ist da in der Tat jetzt in der Luft nicht zu merken. Am Boden ist ein Riesenunterschied. Also ich durfte den 380 ja nicht rollen, aber das war beim 380 eher so die Sache, den Flieger am Boden zu bewegen. Das war challenging. Das Problem haben wir hier mit dem 320 nicht mehr. Also auch mit dem Landen und so, da kommen wir überall gut runter hier. Das ist kein Problem. Die Côte d'Azur ist in Sicht. Besser als erwartet. Das ist der Flughafen von Cannes. Ja. Noch eine Rechtskurve, dann geht es geradeaus Richtung Nizza. Das Wetter ist deutlich besser als vorhergesagt und beschert der Cockpit-Crew eine spektakuläre Aussicht auf Cannes und Antibes. Für Kapitänin Stefanie Bub und ihre Crew ist die Landung in Nizza die letzte des ersten Umlauftages. Nach dem Erreichen der Parkposition ist für heute Dienstschluss. Angekommen. Fertig. Hier steht, stehen hier, ein Kapitän, ein FO, ein Purser, 3FB, End. Feierabend. Cool, hat echt Spaß gemacht. Jetzt auch dieser Anflug hier in Nizza. Habe ich gar nicht so vom Wettervorhersage erwartet, dass doch so gut alles zu sehen war. Und der Anflug ist auch recht außergewöhnlich. Den kriegt man wohl eher selten. Ich meine, meine Erfahrung ist in den letzten 30 Jahren ja nicht hier in Nizza gewesen. Aber auch der Daniel hat gesagt, dass es diesen Anflug eher selten gibt mit dieser tollen Sicht auf Cannes etc. Ja, war beeindruckend. Deswegen habe ich auch einen Autopilot ziemlich lange drin gelassen, um auch selbst noch ein bisschen mehr rausgucken zu können. War schon cool, doch schön. Nach einer kurzen Nacht in Nizza geht es für die Crew frühmorgens schon wieder weiter. Zurück nach Frankfurt. Diesmal kommt ein Airbus A319 zum Einsatz. Das kleinste Mitglied der A320-Familie. Ich bin relativ gut ausgeschlafen. 6 Uhr ging es los im Hotel. Das ist relativ spät für eine Frühaufsteher-Tour. Ja, und jetzt sitzen wir hier in Nizza bei Regenwetter und wollen wieder Richtung Frankfurt. Aber sieht alles gut aus. Sind gleich fertig, geht gleich los.
Wir fliegen jetzt hier Richtung Osten, machen gleich eine Rechtskurve übers Wasser und dann geht es auch gleich schon hier direkt über die Berge. 10.700 Fuß, da wird es direkt hoch. Also auf der rechten Seite, wenn wir hier Richtung Berge sehen, sehen wir dann die Stadt unter uns. Ich sag nochmal ganz kurz was. Ja, verehrte Gäste, leider müssen wir noch auf ein Flugzeug warten, das hinter uns noch vorbeirollt. Dann geht's auch gleich los. Nach den Pariser Flughäfen Charles de Gaulle und Orly ist Nizza Frankreichs drittgrößter Airport. Stephanie Boop rollt zur knapp 3 Kilometer langen Bahn 04 rechts und startet Richtung Nordost. Jetzt sind wir über den Alpen. Hier gerade voraus, Moblot heißt der Punkt. Das wäre der Mont Blanc. Leider heute nicht zu sehen. Aber ja, Wetter in Frankfurt ist ganz gut noch. Also je näher wir an Frankfurt kommen, sollen die Wolken verschwinden. Gut 40 Minuten später geht es schon wieder runter. Wir sind jetzt kurz vorm Spessart, das ist hier gerade voraus, hier der Punkt. Wir sind jetzt im Sinkflug, 17.800 Fuß und wir haben heute Landung Richtung Osten. Das heißt, wir fliegen hier am Spessart vorbei, noch einmal am Airport vorbei und dann geht es eine Rechtskurve und dann eine Landung Richtung Osten auf der 07 rechts vermutlich heute. Ja. Wir sollten jetzt sogar die Geschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen, also es scheint wohl relativ zügig reinzugehen in Frankfurt. Die Heimatbasis ist in Sicht. Den Frankfurter Flughafen, Europas viertgrößter Airport, kennt Stephanie Boop inzwischen in- und auswendig. Die Mittel- und Kurzstreckenfliegerei macht total Spaß, weil man einfach viel mehr Landungen und viel mehr Starts hat, was das Fliegen natürlich ausmacht. Was ein bisschen zu kurz kommt, ist das Verreisen, die Layovers, die längeren Aufenthalte vor Ort, aber ich finde es total klasse. Also noch bin ich nicht gestresst, noch bin ich hochmotiviert. Unsere Teamleistung war super, die Chefin hat super geführt. Ich bin, sofern ich das sagen darf, sehr zufrieden. Und kann eigentlich keinen großen Unterschied feststellen zu einem erfahrenen Kapitän. Wirklich toll. Freue mich, wieder mit dir fliegen zu dürfen. Ja, Daniel, super gelaufen. Ich danke dir. Toll. Nach einer kurzen Pause wird Stephanie Boop wieder Richtung Moldawien abheben. Für die frisch gebackene Flugkapitänin hat sich ein Lebenstraum erfüllt.